Einen frohen Valentinstag, meine lieben Freundinnen und Freunde. Verena und ich heute zum allerersten Mal gemeinsam vor der Kamera zu einem besonderen Anlass. Das Standardforum. Wir lieben es und es liebt uns manchmal. Das hier sind Kommentare, Auszüge aus dem Standardforum zu unseren Videos, zu uns. Wir haben sie aber noch nie gesehen. Genau, die Redaktion hat die letzten Tage damit verbracht, die besten und schlimmsten Kommentare aus dem Standardforum rauszusuchen, auszuschneiden und uns hier abzuliefern. Wie gesagt, wir haben sie noch nie gesehen und sind gespannt, was die Community über uns schreibt. Verena, bitte. Ladies first. Happy Panda schreibt, das hier ist in Wahrheit das neue Videoformat der Tagespresse. Ich hab euch auch lieb. So kann man natürlich auf gut ausgebildete Journalisten verzichten und wieder ein wenig Geld sparen. Ein geschriebener Bericht, schreibt Oskar Werner darauf, wäre mir lieber als ein Video mit hübschen Kaffeeheferl. Immerhin findet er unser Heferl schön. JHK schreibt, er muss nur eins besser machen. Alles. Ich glaube, das geht an dich. Ich nehme an. Aber es ist konstruktive Kritik. Donald Duck sagt, sein Friseur gehört verklagt. Weißt du, ich kann viel aushalten. Und es ist mir voll okay, wenn er mich nicht gut findet und mich total schrecklich findet. Aber mein Friseur, ich geh heute zu ihm und ich weiß, Osman, du schaust meine Videos. Wir finden Donald Duck. Was lässt manche Menschen in diesem Land nur glauben, norddeutsche Aussprache sei dem österreichischen Standarddeutsch vorzuziehen? Ich glaube nicht, dass es professionell wirken würde, wenn wir anfangen mit so, keine Ahnung. Michael Ludwig hat angekündigt, dass der Wiener Eiskunsttraum nicht stattfinden wird. Ich meine, ich kennt da kärntnerisch reden, das versteht halt keiner. Ede 1 schreibt, immerhin hat sie es geschafft, sie macht irgendwas mit Medien. Passt. Ja, passt. Da hat die 7. Klasse Gymnasium ein Video gemacht. So schaut das aus. Ich war nicht im Gymnasium. Urcool, urfetzig, Euder. Voll Insta-Influencer, YouTuber-Style, Euder. Geil, Euder. Geantwortet wird mit Bamfix. 1211 schreibt, erinnert mich an die Mini-Zip. Oder ist das sowas wie Nachrichten in einfacher Sprache? Hipster McHipsterface schreibt, ich bin Millennial und finde das cringy. Das Bubi kann noch nicht mal zwischen Mutation und neuen Virusstamm unterscheiden. Hey, das ist gemein. What the fuck? Politische Meinung als Nachrichten getan für Millennials mit ADHS? Red findet, und zwar es erinnert ihn oder sie an eine Kindersendung. Wer ist die Zielgruppe? Volksschüler? Warum redet der Max immer so nasal dämlich? Das tut mir leid. Danke. Dank eurer Videos kann ich mir sparen, die Kids nach Ö24.at zu schicken. Ja, bitte. Das ist nicht normal, Verena. So viel Hate auf einmal. Deine Nicht-Frisur, dein bundesdeutscher Akzent, dein Tonfall. Du bist nicht normal, Verena. Ich werde geduzt und noch dazu in norddeutscher Lautung. Danke, das war's. Entschuldigen Sie. Verzeihen Sie. Der Standard für Kinder. Wie schon angemerkt, ist das Video inhaltlich ähnlich der Sendung... Ähnlich der, die Sendung mit der Maus. Beste Sendung. Ja, aber seriös halt weniger. Ja, ist okay. Hast du gesehen, welchen Pulli ich anhab? Arbeiten auch Erwachsene beim Standard? Chris, wie alt bist du? 8. Schreckliches Format. Ich gehöre noch zu der Generation mit der Kulturfähigkeit lesen zu können. Mit der Kulturfähigkeit lesen zu können. Makrele schreibt, voll swag, aber 1 Button für Teilen auf TikTok fehlt. Lol, voll cringe, gemmer NZZ. Noch sind wir nicht auf TikTok. Noch. Hat sich euer seriöser Reporter, der mir die Wall Street erklären will, beim Thumbnail in die Hose gemacht oder warum schaut er so komisch? Tatsächlich habe ich auf dem Thumbnail zugeschaut. So, das war jetzt ein kleiner Auszug aus dem Standardforum. Meinungen zu uns und unseren Videos. Ein bisschen Liebe dabei, auch sehr viel Hate, aber das ist voll okay. Jeder hat das Recht auf eine freie Meinung. Wenn ihr uns kacke findet, dann dürft ihr das. Und wenn ihr uns gut findet, dann freut uns das sehr. Und wir versuchen, uns zu bessern, stetig. Ja, ganz viel Liebe an euch. Frohen Valentinstag von meiner Seite aus. Schreibt eure Meinung gern auch in die Kommentarspalten unter diesem Video. Ansonsten habt noch einen schönen Valentinstag und passt auf euch auf.